auf die Frage des Rückschritts von Leistungen, der Kürzung von Sozialleistungen. Es gab ja vereinzelt immer wieder in der Literatur, Frau Montoya hat uns das auch gesagt, Ansätze zu sagen, die sozialen Rechte garantieren den Status quo der Leistungen. Es kann immer nur vorwärts gehen. Das ist auch der englische Promotional Obligations und man beruft sich manchmal auf den internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, wo steht, man muss sich immer weiter annähern. Was passiert aber, wenn man sich wieder entfernt? Dann ist die Annäherung natürlich erstmal hinfällig. Andererseits ist auch klar, niemand kann verpflichtet werden zu Unmöglichem. Wenn es kein Geld gibt, kann es auch bestimmte Leistungen nicht geben. Der sogenannte Vorbehalt des Möglichen, wie ihn Reserva de lo Possible, wie ihn das Bundesverfassungsgericht genannt hat. Und dass die Leistungsfähigkeit eines Gemeinwesens sich ändert, das sehen wir allenthalben. Die Frage, kann ich trotzdem hier Einfluss nehmen auf die gesetzgeberischen Reaktionen in solchen Zeiten der Krise? Damit ist zugleich die Frage verbunden, inwieweit ich den Gesetzgeber durch gerichtliche Fixierung von Leistungen einenge in seinen Handlungen. Und das betrifft nicht nur die Fälle, in denen es um Verteilungsfragen geht, sondern es geht auch um Fälle von Zielkonflikten. Wir brauchen gar nicht nur an die Wirtschaftskrise zu denken. Es kann auch manchmal sein, dass aus Umweltgesichtspunkten oder anderen vielleicht bestimmte Leistungen im Sozialen zurückzuschrauben sind oder umgekehrt. Daher ist diese ganze Debatte sehr stark damit belastet, mit der Frage, welche Stellung soll eigentlich unser Parlament innehaben und was ist die Stellung eines Verfassungsgerichts, was letztlich über die Reichweite, die normative Reichweite verfassungsrechtlicher Verbürgungen zu entscheiden hat. Was wir aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ableiten können, ist aus meiner Sicht, dass das Bundesverfassungsgericht bei der Kürzung von Leistungen sehr genau hingucken würde, welches die Begründung ist. Wie werden Notwendigkeiten berechnet? Wie wird Existenzminimum unter anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen definiert? Damit hat es sich eine sehr, sehr große Aufgabe aufgeladen, denn so eine Überprüfung zu machen, ist sehr schwierig. Wie weit will man hier den Gesetzgeber einengen? Inwieweit will man doch dem Schutz auch wirklich Rechnung tragen, der jetzt besonders hervorgehoben wurde? Daher komme ich zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. Es geht um die Begründung. Das hatte Frau Montoya auch hervorgehoben. Es müssen diese Gesetze genau begründet werden. Es muss gezeigt werden, wie so etwas berechnet wird und wahrscheinlich künftig auch noch die Haushaltsvoraussetzungen benannt werden, unter denen eben solche Einschränkungen stattfinden. Das widerspricht natürlich völlig dem Prinzip, dass man einen freien demokratischen Staat hat, wo der demokratisch gewählte Gesetzgeber große Freiheit auch im Sozialpolitischen hat. Wir kommen also etwas näher zu dem, was früher mal genannt wurde, ich glaube von Herrn Böckenförder und Hans-Hugo Klein, der verfassungsrechtliche oder verfassungsgerichtliche Jurisdiktionsstaat, ne, der genauer definiert, was eigentlich dann zu machen ist. Mein kurzes Fazit lautet, in den betrachteten Ländern, wir könnten auch noch andere Länder hinzuziehen, wie etwa Frankreich, ist eine zunehmende Subjektivierung sozialer Rechte zu beobachten. Das ist ein Befund. Und damit einhergehend eine gewachsene Rolle der Verfassungsgerichte bei der Festlegung sozialer Leistungen. Damit kommt den Gerichten, wie gesagt, eine sehr schwierige Aufgabe zu, jeweils ein Leistungsminimum zu definieren. Um das kann es nur gehen. Es kann nie darum gehen, insgesamt Sozialpolitik zu machen. Also die Reversibilidad justificada ist das Stichwort, das ich genau teilen würde, was Sie benutzt haben. Und damit auch eine Revisibilidad limitada, ja, die damit verbunden ist. Die Konflikte, habe ich gesagt, sind vorprogrammiert zwischen Gesetzgeber und den Gerichten. Und wir müssen auch sehen, dass die Verfassungen ein zusätzliches Problem dadurch geschaffen haben, dass wir heute in den meisten Verfassungsordnungen nach dem Stabilitätspakt, dem europäischen, Schuldenbremsen in der Verfassung haben. In Deutschland wurde das eingeführt. Ich glaube, die Schweiz war das erste Land, die das macht. Dann kam Deutschland und mittlerweile hat auch Spanien eine Schuldenbremse. Die ja dann auch als Rechtfertigung für die Kürzung von Leistungen natürlich dienen kann, mit einem verfassungsrechtlichen Rang ausgestattet. Dann haben wir ein systematisches Problem, das möchte ich nur zum Schluss ansprechen, das ist aber beinahe schon wieder ein neues Thema. Wie schaffen wir es heute, soziale Sicherung aufrechtzuerhalten in einem nachhaltigen Sinne?
Das heißt, wo sind die Grenzen, die wir auch an Belastungen für künftige Generationen vorsehen können? Das müssen wir auch immer sehen. Die Not ist groß im Moment. Aber natürlich eine große Zahl an sozialen Leistungen, etwa auch durch die Grieche, führt auch dazu, dass spätere Generationen möglicherweise dann noch höhere Belastungen haben. Also eine sehr schwierige Aufgabe. Und ich glaube, die Gerichte haben sich in eine Lage manövriert, wo sie jetzt sehr häufig Farbe bekennen müssen. Auch gerade das deutsche Bundesverfassungsgericht. Eine wirklich beinahe revolutionäre Rechtsprechung im Vergleich zu vorher. Wie das hier in Spanien ist, da scheint mir im Moment die Lage so etwas noch ein non liquet, ob tatsächlich die Principios Rectores auch subjektiv rechtlich aufgeladen werden oder nicht. In der Literatur lese ich immer noch unterschiedliche Auffassungen. Vielen Dank.